Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Redstone U-Boot. Yay, wir brauchen Quarz. Also suchen wir Quarzblöcke. Glatter Quarz. Den brauchen wir und wir brauchen Item Frames. Vielleicht Wasserflaschen oder sowas, ich weiß ja nicht. Irgendwas mit dem Wasser, womit man symbolisieren kann, dass es zum Schwimmen da ist. Ah, ich weiß, was ich nehme. Den Dark Prismarine Block. Wo ist er denn? Sieht ihr an? Nein. Wo ist er denn, der Dark Prismarine Block? Da. Dark Prismarine. So. Dann kommt hier Dark Prismarine rein für. Ich weiß nicht. Schlafen zumindest nicht. Hier muss ich auch noch was einbauen. So. Ich brauche mal den Akquisator. Komm mal her. Und ich brauche diesen guten alten Fröchel. Den Akquisator. Also Stromquelle, Generator. Wie auch immer man das nennen will. So, als nächstes. Wir müssen das nämlich anfangen zu beschriften. Ich weiß zwar nicht, wieso da jetzt ein Notenblock gezeichnet, aber das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, natürlich sind erstmal alle Chunks noch an. Klar. Schön. Hier müsste irgendwo noch eine weitere Tür sein. Wo ist sie? Da ist eine Tür. Die ist zu. Warum sind diese Türen zu? Warum sind diese Türen zu? Aber diese Tür ist auch zu. Hä? Warum ist. Moment. Die anderen Türen sind alle zu. Wieso ist die nicht zu? Habe ich vorhin etwa auf den Knopf gedrückt? Auf jeden Fall ist es gerade egal. Dieser Raum hier, diese Räume sozusagen, die brauchen auch, was haben wir hier, einen TV-Raum. Quarz weg, beziehungsweise Eisen weg, Quarz hin. So. Das gleiche brauchen wir dann natürlich auch auf jener Seite. So. Okay, hier haben wir erstmal einen Sportraum. Also hier kann man Fitness machen. Die Frage ist, wie man das darstellen kann. Was passt ganz gut zu Fitness? Bett vielleicht? Ich weiß nicht. Anvil würde ich sagen. Ich mache da mal ein Anvil hin. So eine Art Hantel vielleicht als Anvil. Also Anvil als Hantel so rum. Und was passt zu Kommunikation? Das ist auch nochmal eine gute Frage. Der Enderman passt da nicht so gut. Apropos, habe ich denn Glasscheiben? Die müssen doch hier irgendwo sein, die Scheibchen. Da. Dann kann ich diese hier einfach hinstellen und so tun, als würden diese
tun, was sie tun sollen. Und das gefällt mir irgendwie nicht so ganz. Kann ich das mit dem Debug-Stick vielleicht ändern? / give mir die Stick. So. Nein. Komm schon. Lass mich da rein. Es passt so halt nicht mit dem Ender Ring. Okay, das ist strange. Ich kann hier zwar einen solchen Block einbauen, ich kann ihn aber nicht vom Ender Ring lösen. Beziehungsweise das Glas nicht davon lösen. Was ja eigentlich das ist, was ich mit dem Debug Stick machen wollte. Ich weiß zwar nicht, wieso da jetzt Wasser gezeigt wird, aber okay. Aha. 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 Das ist ein bisschen strange. Ja, fast. Huch. Ja, so will ich das haben. So will ich das haben. Gut. Was nehmen wir jetzt, um das zu demonstrieren? Dass das Kommunikation und so bedeutet. Ich meine, da haben wir Hanteln und hier Glas vielleicht für Fernsehen. Nee, das passt nicht. Was passt zu Fernsehen? Ich würde sagen, das hier. Das passt für mich ganz gut dazu. So, und dann haben wir hier Lager. Und dann haben wir hier einen Mampfschuppen. Wie ein gewisser Protagonist einer gewissen Serie sagen würde. Wer es weiß, schreibt es in die Comments. So, hier würde ich ganz gerne einfach Fleisch nehmen. Fleisch. Und Fleisch. Mampfschuppen. Sag ich doch. So, zack. Ja, und jetzt war ich blöd, aber egal. Hier würde ich dann doch ganz gerne die Item Frames nehmen und Betten nehmen. Denn hier steht Bett für Schlafen nun mal. Wobei das normale so sieht's besser aus. Betten, Spender und aha. Captain's Key. Ah ja, Captain's Key. Das passt ganz gut als Captain. Spinnenweben, ich weiß.
nehme Spinnenweben. So. Hier ist die Captain's Kajüte. So, das heißt, wir stellen da ein Item Frame ran und machen das da dran. Ja, doch, doch. Das sieht gar nicht mal so blöd eigentlich aus, Captain's Kajüte. So. Dann müssten wir ja eigentlich alles beschriftet haben. Wurde mal Zeit, dass wir das machen. Wie ist denn das eigentlich? Ist der Lampfschuppen jetzt offen? Ist es wieder Tag? Ich meine ja. Ja, es ist Tag. Wenn die Lampe aus ist, dann kann man sich in meinem Mampfschuppen was zum Mampfen holen und eben auch was zu trinken. Ansonsten nicht. So. Zack. Ah, komm, lass mich da hoch. So. Mir ist gerade noch was anderes eingefallen. Und dafür brauchen wir wieder einen Item Frame und einen komplett grünen Block. Und diese Pfeilblöcke brauchen wir natürlich auch. So, ich nehme mal hier so diesen grünen Beton. Nein. So. Bei dieser Leiter. Huch. Wo ist denn jetzt? Okay, strange. Diese Leiter demonstriert, dass man nach oben kommt. Und zack. Hätte ich doch beide vergessen. Grüne Blöcke müssen hier hin. Und dann erst die Item Frames. Weil der Exit-Button ist auch immer so. So. Dann hätten wir das auch schon geschafft. Dann war das jetzt mal eine relativ langweilige Folge, sag ich mal. Ist das hier hinten eigentlich auch wieder offen? Das ist immer noch zu. Nee, das ist auch wieder offen. Okay. Dann ja, haben wir eigentlich alles eingerichtet, wie es soll. Ich werde mir für nächsten Folgen noch was überlegen. Und sage beim Mampfschuppen bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.